Als Mikrochirurg in der ästhetischen Chirurgie stelle ich eine Art Kolibri dar, also eine seltene Erscheinung. Ich werde immer wieder von den Patienten und Patienten gefragt, welchen Vorteil bietet es, dass sie jahrelang, fast 2 Jahrzehnte lang auch Mikrochirurgie gemacht haben. In diesem Video wollen wir darüber sprechen, wie wichtig die Mikrochirurgie in der ästhetischen Chirurgie ist und was die Vorteile sind. In der plastischen und ästhetischen Chirurgie sehen wir uns vor einem riesen Spektrum an verschiedenen Operationen und Operationsleistungen. Einige der Kolleginnen und Kollegen bieten diese Leistung im vollen Umfang an, andere weniger. Und es stellt sich immer wieder die Frage, wer macht was und warum und wo bin ich am besten aufgehoben? Tatsächlich ist es so, dass die Mikrochirurgie als Segment in der plastischen Chirurgie ein Segment darstellt, das wir in der ästhetischen Chirurgie häufig von Seiten der Ausbildung her bei den Kolleginnen und Kollegen relativ selten empfinden. Das ist im ersten Moment nicht schlecht und heißt auch nichts Negatives, aber auf der anderen Seite wollen wir uns doch genau anschauen, wo der Vorteil liegt, wenn jemand mikrochirurgische Skills mitbringt und was überhaupt die Mikrochirurgie ist. In meiner Ausbildung zum plastischen und ästhetischen Chirurgen habe ich 6 Jahre intensiver Ausbildung durchlaufen. In dieser Zeit war ich nicht nur an renommierten handchirurgischen Kliniken wie der Klinik von dem Dr. Hoffmann in Oldenburg tätig, wo ich sehr viel gelernt habe und auch mit den ersten Schritten der Mikrochirurgie konfrontiert wurde im Bereich der Chirurgie der peripheren Nerven, sondern später auch an der Uni in Tübingen unter der Leitung meines sehr, sehr geschätzten Lehrers, Gott hab ihn selig, dem Professor Schaller, der mir sehr, sehr viel beigebracht hat und wo ich meine weitere mikrochirurgische Entwicklung dann auch vollkommen und vollenden durfte. In diesen Jahren habe ich sehr, sehr viele mikrochirurgische Rekonstruktionen gemacht, später auch im Bereich der Brustrekonstruktion, wo ich unter der Leitung von Dr. Peek damals in der Vogtereuth, das war ein sehr großes Zentrum für mikrochirurgische Brustrekonstruktion, sehr, sehr viel Mikrochirurgie im Bereich der Brust machen durfte. Worauf möchte ich mit dieser Entwicklung hinaus und was möchte ich euch damit aufzeigen? Ich möchte euch aufzeigen, dass es tatsächlich auch Kollegen gibt, so wie in meiner Entwicklung, wo tatsächlich die Mikrochirurgie auch einen ganz, ganz wesentlichen Anteil der Schwerpunktarbeit der vergangenen Jahre dargestellt hat. Und ich möchte euch den Bogen aufzeigen, der ganz, ganz wichtig ist, wenn es darum geht, sichere Operationen im Bereich der ästhetischen Chirurgie zu leisten, mithilfe dieser mikrochirurgischen Techniken. Kommen wir zu grundsätzlichen Dingen. Das heißt, dass wir alle Chirurginnen und Chirurgen, so wie wir am Platz stehen, versuchen wollen, gute Arbeit zu leisten und euch alle zufriedenzustellen. Allerdings haben wir natürlich alle auch die Sorge, dass es zu verschiedenen Komplikationen und auch zu Schäden kommen kann, die wir natürlich vermeiden wollen, weil bei den meisten dieser Operationen, die wir hier durchführen, handelt es sich um sogenannte elektive Operationen, die erst einmal nicht sein müssen. Das heißt, hier besteht keine Notwendigkeit einer Operation, wenn jemand zu einer Brustvergrößerung kommt oder beispielsweise zu einer Fettabsaugung. Trotzdem ist es so, dass diese Operationen durchgeführt werden und da gibt es eben auch verschiedene Fallen und Gefahren und die müssen wir sehen und denen müssen wir auch entgegentreten und da hilft uns die Mikrochirurgie nicht nur in der Vermeidung von Komplikationen, sondern eben auch vor allen Dingen in der Erreichung und Erlangung von deutlich stabileren und vor allen Dingen auch langfristig schöneren Ergebnissen, als wenn wir nicht mit dieser mikrochirurgischen Expertise herangehen. Gehen wir etwas konkreter darauf ein und dann wird sich das Ganze auch für euch da erschließen, wovon wir hier eigentlich sprechen und was die Mikrochirurgie ist. Die Mikrochirurgie sind Verfahren und Techniken, die angewandt werden mit entsprechenden Instrumentarien und Vergrößerungsmöglichkeiten wie Mikroskopen, Lupenbrillen etc., um in den kleinsten Strukturen des Gewebes, beispielsweise bei Nerven und Gefäßen, Arterien und Venen, diese Strukturen entweder zu heilen, wenn sie kaputt gegangen sind, dass man die eben näht, beispielsweise wenn irgendwas durchtrennt wurde, oder eben auch diese Strukturen möglichst unversehrt zu lassen. Und das ist für euch da draußen ganz, ganz wichtig, wenn ihr eine Operation plant. Fangen wir ganz einfach an. Stellt euch vor, ihr wollt euch einen Facelift operieren lassen. Beim Facelift ist es so, dass ein Facelift
immer, wenn es effektiv operiert werden soll, in einer Schicht präpariert wird, die die Muskulatur, die mimische Muskulatur ausmacht. Und dort laufen sehr, sehr viele Nerven. Und diese Nerven, das ist der Gesichtsnerv, der Nervus facialis, der würde im Falle eines Schadens zu einem Ausfall der Muskulatur kommen. Und dann habt ihr einen hängenden Mundwinkel, als hättet ihr einen Schlaganfall. Hier ist ein ganz, ganz wichtiges Beispiel, wie die mikrochirurgische Expertise, die ich glücklicherweise erlangen durfte in den vergangenen Jahrzehnten, die Risiken deutlich minimieren und damit auch die Möglichkeiten uns in die Hand geben, dass wir mühelos vom zeitlichen Aspekt her ohne große Verzögerungen dort ins Gesicht einsteigen können, präparieren können und die mimische Muskulatur so formen, dass ihr ein schönes Facelift bekommt. Ganz, ganz wichtig, Mikrochirurgie im Gesicht, das ist eine Expertise, die euch immer die Möglichkeit gibt zu sagen, als Chirurgen, als Chirurginnen, wir können hier mehr für die Patientinnen und Patienten machen, ohne Sorge zu haben, dass wir dort Strukturen verletzen. Persönlich habe ich mich in den Jahren, wo ich an der Uni in Tübingen tätig war, in dem Bereich der peripheren Nerven spezialisiert, also der Mikrochirurgie der peripheren Nerven. Da ging es insbesondere um das Halsnervengeflecht, aber es ging auch um den Nervus facialis, also um dieses Geflecht in diesem Bereich, wo wir Facelifts operieren. Natürlich ist die mikrochirurgische Fertigkeit im Gesicht auch bei den Lidstraffungen und den Oberlidstraffungen, Unterlidstraffungen ein Aspekt, der für Präzision steht. Deutlich präziser wird operiert, wenn wir mit Lupenbrille oder Mikroskop arbeiten, als wenn man eben grobchirurgisch mit Instrumenten dort arbeitet, die nicht diese Präzision bringen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass wir hier im Millimeterbereich arbeiten. Gehen wir zu anderen Bereichen über, zu Bereichen beispielsweise, wo Straffungsoperationen an, ich würde sagen, brisanten Stellen durchgeführt werden. Stellt euch eine Oberarmstraffung vor, wo wir den Schnitt in die Achselhöhle hineinbringen. In der Achselhöhle haben wir nicht nur wichtige Lymphknotenstationen, sondern dort gibt es auch fingerdicke Arterien und Venen, die es zu schonen gilt. Und wer genau aufgepasst hat bei diesem Video, der hat eben gehört, dass ich mich im Bereich der peripheren Nervenchirurgie, der Mikrochirurgie der peripheren Nerven habilitiert habe. Das heißt, ich habe an der Uni Tübingen insbesondere auch sehr, sehr viele Fälle operiert und später natürlich auch noch, die mit Verletzungen in diesem Bereich der peripheren Nerven zu tun haben, aber auch eben in diesem Bereich. Das heißt, wir sind in dem Areal anatomisch so geschult, dass es dort zu keinen Verletzungen an den Nerven kommt. Natürlich kann das mit einer gewissen statistischen Wahrscheinlichkeit doch passieren. Allerdings muss ich sagen, dass man nach meiner 23-jährigen Erfahrung das Ganze so aussieht, dass in dem Bereich tatsächlich die Anatomie fast immer super stabil ist und wir haben dort drei große Stammnerven, die wir natürlich nicht verletzen. Jetzt kommt der wesentliche Unterschied zu den nicht mikrochirurgischen Oberarmstraffungen. Guckt man sich tatsächlich einige Lehrvideos von Kollegen an, die wenig Expertise im Bereich der Mikrochirurgie an den Oberarmen oder generell an den peripheren Nerven haben. Ich spreche immer von peripheren Nerven, weil wir keine Neurochirurgen sind. Wir operieren nicht Nerven im Gehirn, im Kopf, sondern es geht darum, die Nerven zu schonen an Armen, Beinen, Extremitäten. Deswegen spricht man von peripheren Nerven. Dann sieht man immer wieder die Empfehlung, dass die Präparation bei der Oberarmstraffung dort enden sollte, wo das Fettgewebe, die Fettschicht auf der Muskelhaut belassen wird. Welche Strategie wird damit verfolgt? Dass eben genau diese Strukturen, Nerven, Gefäße etc. erst gar nicht gesehen werden. Damit möchte man sicherstellen, dass diese Strukturen nicht verletzt werden. Grundsätzlich würde ich diese Strategie nicht als falsch bezeichnen, aber diese Strategie ist natürlich geboren aus der Sorge, dass man dort was kaputt macht, weil man eben keine mikrochirurgischen Skills mit sich bringt. Und das ist nicht schlimm, weil nicht jeder plastische Chirurg im Verlauf seiner Ausbildung das Glück hatte, Mikrochirurgie zu lernen. Und tatsächlich ist es auch so, dass diejenigen unter uns, die Mikrochirurgie intensiv betrieben haben, selten im Bereich der Peripherie wiederzufinden sind, wo ästhetische Chirurgie anzubieten ist. Deswegen ist diese Kombi bei einzelnen Chirurginnen und Chirurgen in Deutschland zu finden, leider nur vereinzelt, aber in der Kombi, wenn sie so vorgefunden wird, ist es eine starke Kombi, weil wir eben dann in der Präparation der Oberarme komplett anders vorgehen. Diese Fettschicht wird dort nicht belassen. Wir gehen deutlich aggressiver in Richtung Nerven. Warum? Weil wir sie sehen wollen, um sie nicht zu schädigen. Und dann kann man nämlich diese Fettschicht auch entfernen und kann ein deutlich effektiveres Straffungsbild am Ende erzielen. Genau dasselbe gilt im Übrigen für die Straffungen an den Oberschenkeln. Gerade dort ist es wichtig, dass im Bereich der Leiste, wo die ganzen Lymphknotenstationen verlaufen, wo also sich ein
Ödem entwickeln würde nach der Operation, dass diese Lymphknotenstationen nicht geschädigt werden. Und da ist auch der Mikrochirurg, die Mikrochirurgin in der ästhetischen Chirurgie immer deutlich im Vorteil, weil wir in der Lage sind, diese Stationen, Lymphknotenstationen stehen zu lassen und eben nicht zu einem Schaden im Lymphabfluss führen. Abschließend im Bereich der Oberschenkel sei auch erwähnt, dass wir in der Lage sind, mikrochirurgisch so zu präparieren, dass wir die Oberschenkel nicht öffnen müssen. Das heißt, die Patientinnen liegen nicht in einer Art Gynäkologenstuhlposition. Dazu haben wir auch Videos gemacht in der Vergangenheit. Einen Link blenden wir hier nochmal ein, sowohl zur Oberarmstraffung als auch zur Oberschenkelstraffung, damit ihr seht, wie wir das hier in Berlin operieren. Abschließend sei nochmal erwähnt, dass die Mikrochirurgie natürlich auch in anderen Arealen, wo man im ersten Moment gar nicht hindenken möchte, auch eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen, wie zum Beispiel bei Bauchdeckenstraffungen. Warum? Weil natürlich dort auch sogenannte Perforatoren vorhanden sind. Das sind Gefäße, die aus der Tiefe durch die Muskulatur spießen, um die Haut zu versorgen. Und dort sprechen wir zum Teil von doch relativ vielen und auch nicht minder großen Gefäßen, die massiv bluten können. Das heißt, die Blutungen während der Operation können durch diese mikrochirurgischen Erfahrungen und Verfahren deutlich reduziert werden und damit gehen die Patienten deutlich einfacher und besser aus der Operation heraus. Sie kommen schneller wieder auf die Beine, werden schneller mobilisiert, weil einfach weniger Blutung während der Operation stattgefunden hat. Und abschließend noch einmal ein Blick in die Brustchirurgie. Sowohl bei der Brustverkleinerung als auch bei der Brustvergrößerung gilt es auch, Nerven zu schonen. Beispielsweise den Nerven, der für die Versorgung mit des Brustwarzenhofs, der Brustwarze mit Gefühl zuständig ist. Welcher Nerv ist das? Es ist ein Nerv, der tatsächlich aus der Achselhöhle wiederkommt. Deswegen, mikrochirurgische Skills werden überall verlangt. Das ist ein Nerv, der aus der Achselhöhle kommt, unter dem Brustmuskel verläuft, durch den Brustmuskel pierst, richtig nach oben läuft wie so ein Vulkan, dann endet im Bereich des Warzenhofs und der Brustwarze. Und diesen Nerven zu schädigen, ist für die Patientin eine sehr, sehr störende Angelegenheit, weil das Gefühl und die Sensibilität auf der Brustwarze und dem Warzenhof sehr, sehr wichtig sind. Zusammengefasst kann man sagen, dass die Mikrochirurgie als spezielles Werkzeug in der ästhetischen Chirurgie leider aus meiner Sicht zu wenig vertreten ist, was die Ausbildung anbetrifft bei den Kolleginnen und Kollegen, was aber nicht heißt, dass ihre Leistungen und ihre Arbeiten, die dort angeboten werden, schlecht sind. Tatsächlich gibt uns allerdings, uns Mikrochirurgen, Mikrochirurginnen, die so etwas anbieten können im Rahmen der ästhetischen Chirurgie, immer einen Vorteil, nämlich den Vorteil der Sicherheit erstens, dass weniger wichtige Strukturen verletzt werden, der Präzision zweitens und vor allen Dingen drittens auch effektivere Ergebnisse. Denn natürlich bin ich deutlich effektiver, wenn ich in der Lage bin, bei einem Smart Lift, bei einem Facelift im Gesicht deutlich tiefer einzusteigen, deutlich weiter die Muskulatur zu präparieren. Das gleiche gilt für die Arme und auch für die Beine. Ihr seht, dass das dieses Thema ein wichtiges Thema ist, auch wenn das nicht irgendwie das Thema ist, was man ständig irgendwie sieht und hört, weil es hier um technische Fragestellungen geht. Aber ich bin der Meinung, dass man das thematisieren muss, weil tatsächlich die Patientensicherheit hier an allererster Stelle stehen sollte. Eure Meinung interessiert mich dazu. Hinterlasst mir eure Kommentare unten in der Kommentarleiste. Wir beantworten natürlich auch die Kommentare und führen gerne die Diskussion mit euch, wie ihr die Sache seht. Mikrochirurgie in der ästhetischen Chirurgie, wichtig oder unwichtig? Geht ihr dann zu irgendeinem und ist völlig wurscht, was der für eine Ausbildung hatte? Oder hat euch dieses Video tatsächlich sensibilisiert? Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst auf jeden Fall ein Like, Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Ich beobachte immer wieder, dass Videos geguckt werden von Profilen, die nicht abonniert haben. Schämt euch, ihr müsst unbedingt abonnieren, um den Kanal auch zu pushen und uns zu unterstützen. Und vor allen Dingen drückt die Glocke, dann verpasst ihr kein Video. Ich bin jetzt erstmal raus. Ich bin Professor Dr. Sinus. Dein Plastic Surgery Coach.